Heute ist Sonntag, der 8. September. Heute ist in Frankfurt der 11. Tag der Verkehrsgeschichte. Sven, was gibt es denn alles beim Tag der Verkehrsgeschichte? Also wir sitzen jetzt hier gerade im Feldbahnmuseum. Das wird auch unser Anfang sein, wo wir dann später, wenn es hier richtig losgeht, noch ist es nicht offiziell eröffnet, werden wir mit einer Feldbahn durchs Rebstockgelände fahren, durch eine Gartenanlage und dann über das Rebstockgelände und wieder hier zurück zum Feldbahnmuseum. Geöffnet sein wird auch das Verkehrsmuseum in Schwanheim mit historischen Straßenbahnen und Bussen. Ein Pendelverkehr mit historischen Bussen wird ebenfalls fahren zwischen dem Feldbahnmuseum, dem Verkehrsmuseum und dem Eisernen Steg, in Klammern auch Fahrtor genannt, so nannte man den Haltpunkt oder so nennt man den Haltpunkt. Dort fahren dann die historischen Dampfzüge der historischen Eisenbahn Frankfurt. Also viel zu sehen in der ganzen Stadt mit Dampfloks, mit alten Bussen und mit alten Straßenbahnen. Und das schauen wir uns heute mal an. Und jetzt schauen wir uns erstmal hier das Gelände an, was es denn hier beim Feldbahnmuseum so alles gibt. Mit diesem Zug geht es gleich rund durch den Rebstockpark. Es gibt zwei Wagen, einen offenen, einen geschlossenen. Hier sehen wir den offenen Wagen. Im geschlossenen Wagen gibt es auch einen Ofen, also sehr wintertauglich. In der Halle gibt es noch einige weitere Lokomotiven zu sehen. Und los geht's! Erst vom Gelände herunter, dann durch eine Kleingartenanlage und dann durch den Rebstockpark. Thank you.
Um eine Weiche zu stellen, muss angehalten werden. Und nun geht es durch den Rebstockpark. So, wir sind jetzt im Rebstockpark und da sind wir ausgestiegen und schauen uns jetzt mal den Zug von der Seite an. Großer Park und hier gibt es überall Gleise zu sehen, in der Wiese, über den Wegen, über kleine Bahnübergänge. Und gleich kommt der Zug von da hinten, fährt über das hintere Gleis hier hinten lang und dann weiter in diese Richtung. Außer dem kleinen Personenzug war noch dieser Güterzug unterwegs. Die Strecke ist in einem Dreieck aufgebaut, so dass mehrfach umgesetzt werden muss. Das Frankfurter Feldbahnmuseum ist also ein Verein, ja, was also ein Museum vor 38 Jahren gegründet hat, mit dem Ziel, Feldbahnfahrzeuge zu erhalten und dann der Nachwelt dann halt auch betriebsfähig vorzuführen. Wo wurden solche Bahnen eingesetzt? Also Feldbahnen sind eigentlich hauptsächlich Materialtransportbahnen gewesen, die also vor 100 Jahren eine enorme Bedeutung hatten. Wir haben ja auch eine ganze Menge Fahrzeuge, die 100 Jahre alt sind, ob Dampflokomotiven oder Wagen. Heute werden Feldbahnen noch gebraucht bei Tunnelbauten, zum Beispiel der Gotthardtunnel, der gerade gebaut wird mit 54 Kilometer Länge. Da werden Feldbahnen noch eingesetzt für den Material- und Personentransport. Und wo auch noch viele Feldbahnen in Deutschland existieren, ist also beim Torfabbau. Da werden also hier auch noch mehrere hundert Lokomotiven unterwegs sein. Im Bergbau gibt es noch wenige im Ruhrgebiet, aber das nimmt auch langsam ab, weil ja immer mehr Zechen geschlossen werden. Und ihr habt jetzt hier in dem Rebstockpark eine Strecke und da fahrt ihr immer lang? Ja, die Strecke haben wir 1985 mit dem Bau haben wir begonnen und wurde also immer, jahrgangsweise wurde es dann halt erweitert hier. Dann zwischendurch war mal eine Pause gewesen, dann wurde sie nochmal um 300 Meter verlängert. Und jetzt haben wir also im Park 1,7 Kilometer liegen und insgesamt hier mit der Strecke durch die Kleingartenanlage 2,1 Kilometer. Und wie oft fahrt ihr da drauf? Also in der Regel haben wir den ersten Sonntag im Monat geöffnet und haben da auch Fahrbetrieb. Im Sommer, im August haben wir meistens eine Pause und dafür sind im Juni und im September sind halt mehr Fahrtage dann auch. Wir fahren aber auch im Winter. Ja. Wie schnell fährt die Bahn? Ach, so 15 km/h, also mit dem Fahrrad kann man also gemütlich hinterherfahren. Okay, und das Feldbahnmuseum, was gibt es da drin noch zu sehen? Also unsere Sammlung ist ziemlich umfangreich. Wir haben über 50 Lokomotiven, von denen etwa 30 Stück betriebsfähig sind. Darunter zählen auch 9 betriebsfähige Dampflokomotiven und über 150 Wagen, von denen also auch der größte Teil eingesetzt werden kann. Was waren das früher hier mal? Ja, gar nichts eigentlich, es war ein Parkplatz gewesen. Habt ihr selber gebaut hier alles? Das haben wir alles hier selbst errichtet. 1985 haben wir angefangen, ja. So, jetzt waren wir im Feldbahnmuseum und sind mit dem Zug durch den Rebstockpark gefahren. Ja, war schön. War schön, ja. Jetzt kommt gleich hier der historische Bus hier an der Bushaltestelle und dann fahren wir weiter zum Verkehrsmuseum und da gibt es dann auch die historischen Straßenbahnen. Es gab zwei historische Buslinien.
einen Pendelverkehr zwischen dem Verkehrsmuseum und dem Feldbahnmuseum und einen Rundbus, der fuhr zum Hauptbahnhof, zum Eisernen Steg, zum Feldbahnmuseum und zum Verkehrsmuseum. Also jetzt sind wir hier beim Verkehrsmuseum in Schwanheim, wo auch Straßenbahnen ausgestellt werden. Und wie wir im Hintergrund sehen, ein alter Bus von der Marke Büssing. Da werden wir auch gleich mal reinschauen, werden uns die Straßenbahnen anschauen, die hier alle sind, das Gelände des Verkehrsmuseums. Ein Stellwerk soll es hier geben, ein historisches, was man sich anschauen kann. Und ja, schauen wir uns einfach mal um. Die andere Buslinie wurde von einem alten Postbus gefahren. Am Verkehrsmuseum hielten auch die historischen Straßenbahnen. Das Verkehrsmuseum in Frankfurt-Schwanheim. Ein alter Büssing-Gelenkbus. Schienenverkehrsbetrieb. Frankfurt war ja schon immer ein Mischbetrieb. Bus und Bahn, das ist bis heute so geblieben, auch wenn der Bus in den Ausschreibungswettbewerb gegangen ist. Aber es ist so, dass es immer viele Buslinien gab und auch einige Straßen und neuerdings also seit 68 auch U-Bahn-Linien. Aber wann auch immer man eine Schienenbahn betrieben hat, man brauchte auch die Unterstützung der Straßenfraktion, sprich Hilfsgerätewagen, die sich jederzeit an einen Entgleisungsort oder Unfallort hinbegeben konnten. Wir stehen jetzt vor einem Hilfsgerätewagen der ersten Generation aus den 50er Jahren. Und man kann hierbei sehen den großen Unterschied. Wir haben ja hier dann einen Nachfolger. Dieses Fahrzeug konnte sich mit Reibrollen in Schienen, in den Rillengleisen halten, in denen das abgesenkt wurde. Und dass dieses Fahrzeug zu Bergungszwecken war, sieht man hier an den sogenannten Schäkeln, also Bergungshaken, die hier angebracht sind. Mit der LKW-Maulkupplung konnte man dann über eine Übergangskupplung auch Fahrzeuge des Schienenverkehrs abschleppen.
Das war möglich. Und hier hatte man also einen Bergungskran und Seilwinden und dann halt auch Hilfsgeräte drin, wo man zum Beispiel Türen, die verklemmt waren, mit Stemmeisen aufbrechen konnte oder sowas. Später kamen ja dann elektrohydraulische Antriebe für die sogenannten Spreizer. Das haben wir jetzt hier in dieser Generation 3. Wir haben also eine Generation Hilfsgerätewagen nicht hier repräsentiert. Die sind schon sozusagen dem Schneidbrenner anheimgefallen. Aber hier konnten wir einen retten. Betrieben wird es jetzt von der Branddirektion der Berufsfeuerwehr Frankfurt. Allerdings werden die Fahrzeuge gekauft von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt, nur besetzt mit Feuerwehrleuten. Und a priori sind die Fahrzeuge natürlich dafür da, dass man bei Entgleisungen oder auch Rettungen im Tunnel dann diese Fahrzeuge einsetzt. Er also sind auch noch Räder, wie man sehen kann, ja, dass er auf Gleisen fahren das könnte. Das ist ein sogenanntes Zweiwegfahrzeug, der kann sich eingleisen komplett gegenüber diesem hier. Der hat also nur eine Spurführung gehabt. Der kann hier richtig im Schienenbereich fahren. Und er ist auch in der Lage, im Tunnel havarierte U-Bahn-Züge herauszuziehen. Wir haben ja Fahrzeuggarnituren bis 4 Gelenkwagen gekuppelt im Maximalfall. Und dieses Fahrzeug ist in der Lage, einen vollbesetzten U-Bahn-Zug auch herauszuziehen. Im Regelfall ist es so, dass die U-Bahn-Züge auch eine Batterie haben. Die können in Kriechgang selber rausfahren. Aber wenn das auch mal nicht klappen sollte, kann der, genau wie dieses Fahrzeug, den Zug mit einer Übergangskupplung dranhängen und rausziehen. Das Fahrzeug ist natürlich mit 320 PS jetzt nicht, wie man meint, im Vergleich zum Pkw übermotorisiert. Aber dadurch, dass es ein ganz fein gestuftes Schaltgetriebe hat, kann es sozusagen im Kriechgang unheimliche Zugkräfte entwickeln. Und was hier als Besonderheit ist, Sie sehen, die Kabine ist breiter als der Aufbau. Das ist dem Umstand geschuldet, dass das Fahrzeug im Tunnel, dass man da rankommen muss an das Geschränk, wo dann die Hydraulik Sachen drin sind, also Notstromaggregate, die dann Elektromotoren und Spreizer und sowas antreiben. Und hier kann man also durch die Truppkabine das Fahrzeug nach hinten hin verlassen und über den sogenannten Catwalk, also den Katzengang würde man es wörtlich übersetzen, schmalen Gelände, kann man dann an die entsprechenden Schränke ran. Ja, sonst hätte man ja im Tunnel bei dem engen Querschnitt keinen Platz, am Fahrzeug vorbeizulaufen. Also Wasser bringt er natürlich nicht mit, das ist ja alles in den Stationen vorhanden. Hier können also allenfalls Handfeuerlöscher drin sein und dann halt Rüsthaken und was man alles so hat. Und natürlich Aggregate, die dann Strom erzeugen können und dergleichen. Ja, wir stehen hier vor Frankfurts ältester Straßenbahn. Das ist die Pferdebahn, die dieses Jahr 140-jähriges Jubiläum hat. Und die Besonderheit war, dass sie nicht im städtischen Eigentum stand, sondern eine Konzession an die belgische Firma Donnet de la Haut gegeben wurde. Da hat sich auch eingetrichtert damals, dass man Billet gesagt hat statt Fahrschein oder Fahrkarte oder Conducteur, der ist aus dem Französischen entnommen, der Schaffner, ja. Und bei der Pferdebahn, die hatte dann also ein Wagengeschirr, an dem nur ein einziges Zugpferd dran war, das allerdings ein Kaltblutpferd war, was man auch gerne als Belgier bezeichnet. War eine besonders starke Züchtung mit viel Muskelkraft. Und wenn man dann gerne heute sagt, ein PS, eine Pferdestärke, dem ist mitnichten so. Also ein Wagenpferd hat 8 Maschinen PS geleistet. Und die Franzosen hatten und auch die Belgier in ihrer Steuergesetzgebung für die Autos immer ein Steuerpferd, das waren 8 Maschinen PS. Und die vielleicht erinnern sich an das nette Studentenentlein, an den Deux-Chevaux. Das kommt nicht anders her als 2 Pferdewagen. Denn die ursprüngliche Ente hatte 16 PS, später dann 23, damit nicht die nächste Steuerklasse angerissen wurde. Dann war es ein Trois-Chevaux eigentlich. Und solche Pferde, die dann eine Kopfhöhe hatten, wie das Wagendach, dieses Wagen, die wurden dann genommen. Dann gab es auch Pferdewechselstationen, denn so ein Tier ermüdet ja auch. Zum Beispiel an der Bockenheimer Warte, dann wurden die dann ausgeschirrt und neu gefüttert und getränkt. Und sie hatten dann an den Endhaltestellen kam auch mal ein Hafersack drum, so wie man es früher von den alten Pferdeliefergespannen kannte.
Und beim Wenden des Wagens hat man das Pferd dann auch einfach auf der anderen Seite angeschirrt. Das wurde um den Wagen herumgeführt und so brauchte man keine Wendeschleifen. Und sie hat auf der anderen Seite einfach noch sowas. Ja. Und was ganz kurios war, wie hat man Weichen geschaltet? Damals gab es eine Automatik. Wenn der Kutscher den rechten Zügel gezogen hat, hat das Pferd seine Muskelmasse nach rechts verlagert. In die Weichen waren Wippen eingebaut und dadurch, dass das Pferd dann schwerer wurde auf der rechten Seite, sprang die Weiche nach rechts und umgekehrt nach links. Also man muss sich mal vorstellen, Urgroßvater Straßenbahn hatte eine Automatik gehabt zum Weichenstellen. Weiß halt keiner mehr. Ja? Also so unterentwickelt war die Technik seinerzeit nicht. Ja, und dann haben wir hier die erste elektrische Straßenbahn zwischen Frankfurt und Offenbach, die Knochenmühl, die dann zwar elektrischen Vortrieb hatte, aber die Wagenheizung war mit Kohleglut. Dann wurde an den Endhaltestellen in einem Kachelofen Kohle heiß gemacht und die glühende Kohle in die seitlichen Kästen reingebracht. So wurde im Winter die Wagenheizung gemacht. Und dann halt entsprechend, wenn sie ausgeglüht war, die Asche herausgenommen. Also ganz witzig, elektrischer Antrieb und Kohleheizung. Und eine Besonderheit hat diese Bahn auch noch. Die hat eine sogenannte Schlitzrohrfahrleitung. Also der Strombügel oder Pantograph, den hat es bei den ersten Wagen nicht gegeben. Neben dem Wagen lief ein Schiffchen mit, das an der seitlich angehängten Stromleitung einfach mitgelaufen ist und den Vortrieb dann oder die Stromaufnahme gewährleistet hat. Der A sagt, muss auch R sagen. Ja, wenn Sie mal schauen, die Straßenbahnen, die früher bis zu 2 Beiwagen zogen, die hatten auch auf dem Triebwagen früher einen Schaffner. Und der hat dann diese Abfertigungsklingelstrippe gezogen, damit der Straßenbahnführer, es waren seinerzeit nur Männer, wusste, wann er abzufahren hat. Und dann war das so, dass dann 3-mal klingeln bedeutet, der 2. Beiwagen ist abgefertigt, 2-mal der 1. Beiwagen. Und in dem Fall, wo noch eine Schaffnerbesetzung auf dem 1. Triebwagen war, der musste also 3 Klingelsequenzen hören, um zu wissen, der Zug ist jetzt abfahrtbereit. Später hatte man dann noch bis in die 70er Jahre hinein, als die alten Zweiachser noch fahren mussten, war noch Schaffnerpflicht gewesen auf den Beiwagen, nur im Triebwagen nicht. Da war es dann so, bei 2 angehängten Beiwagen gab es dann ein doppeltes Klingelsignal, der 2. Beiwagen ist fertig zur Abfahrt, 1-mal klingeln, der 1. Beiwagen ist fertig. Und vorne war im 1. Triebwagen schon kein Schaffner mehr drin. Das heißt also, Fahrkarten kaufen gegen Entgelt ging nur in den Beiwagen. Ja, vorne hatten, musste man dann einsteigen, wenn man schon eine hat. Genau, da musste man also mit gültigem Fahrausweis, so wie man das heute halt auch bei den U-Bahnen und Straßenbahnen hat. Im Bus wird ja noch verkauft, aber nicht in anderen Städten, zum Beispiel in München, hat es Fahrkartenautomaten in den Omnibussen. Da ist das Fahrpersonal frei von Kassierertätigkeiten. Im Großstadtverkehr eigentlich auch eine vernünftige Sache. Und das war hier die Schnur, die man hier so sehen kann. Ja, das sind also Lederstrippen gewesen. Und dann konnte man das richtig dann hören. Schöne Glocke, die war nicht zu überhören. Nach dem Krieg hatte man dann auch Triebwagenführerinnen, als so viele Männer im Krieg fielen. Und Anfang der 60er Jahre, wie es wieder genug Männer ging, dann hieß es plötzlich für Frauen ungeeignet, zu schwer. Eine seltsame Entwicklung. Und heute hat man also Bus- und U-Bahn-Fahrerinnen und Straßenbahnfahrerinnen wie selbstverständlich. Ja. Aus Tagen, wo mancher schon verächtlich sagte, ein Saftschubse statt die Stewardess oder Flugbegleiter. Ein kleiner Nachbau des Frankfurter Ebbelwoi-Express. Im oberen Stockwerk konnte man die Zielanzeige einer Straßenbahn umstellen. Alte Kleidung von Straßenbahnpersonal. Oben standen auch noch einige Modellstraßenbahnen.
einige Streckentelefone und eine Modellbahn. Wir sitzen jetzt hier in einer, was für eine Straßenbahn ist denn das? Das ist ein Straßenbahnmodell aus der Nachbarstadt Offenbach. Ich glaube, ein R-Triebwagen. Die Straßenbahnen haben alle Großbuchstaben bekommen, die Baureihen. Und wir hier in Frankfurt haben andere, also mehrere Baureihen gehabt als die Offenbacher natürlich, weil wir auch größer sind und schon länger Straßenbahnbetrieb haben. Ausgenommen die Frankfurt-Offenbacher Trambahngesellschaft. Hier sind die sogenannten Knochenmehlwagen. Knochenmehl kommt aus dem Hessischen für Knochenmühle, weil diese Fahrzeuge recht kurze Arkstände hatten und die Schienenunterbauten seinerzeit nicht so gut waren wie heute. Und dann hat das also ziemlich gewackelt und es ging dann auch auf Steißbeinen. Und daher Knochenmehle oder das ist wahrscheinlich der freundlichere Ausdruck gewesen. Deswegen. Die Buchstabenreihen waren aber jetzt nicht in jeder Stadt wieder anders, oder? Ja, es kommt drauf an. Also bei Schienenfahrzeugen, wenn jetzt mal der Vergleich mit München gezogen wird, da ist aktuell die Baureihe R. Wir haben jetzt die Baureihe S in Frankfurt. Meistens hat man dann bei den Schienenfahrzeugen solche Buchstaben genommen, während bei den Omnibussen dann immer die Herstellerbezeichnung genommen wurde. Also beispielsweise Mercedes O405, die Baureihe, die hat man dann auch so einfach kommuniziert. Und bei den Straßenbahnwagen oder auch U-Bahnwagen, da hat man ja immer das U davor und dann mittlerweile die fünfte Bauserie. U5 ist der aktuelle Wagen, der jetzt auf allen Linien zum Einsatz kommen wird. Wir sind ja hier im Verkehrsmuseum. Ihr seid ein Verein oder wie ist das bei euch? Ja, also wir sind der Betreiberverein für das Verkehrsmuseum. Früher in den Anfangszeiten wurde das Verkehrsmuseum mit Personal der Stadtwerke Frankfurt am Main, dem Rechtsvorgänger der VGF, Verkehrsgesellschaft Frankfurt, betrieben. Aus Kostengründen hat man sich dann überlegt, wie macht man weiter. Der Verein wurde explizit gegründet, um ja ehrenamtlich das Museum zu betreiben mit Personal. Ansonsten, die Immobilie gehört der Verkehrsgesellschaft Frankfurt und die meisten Exponate hier natürlich auch. Für deren Unterhalt und Pflege kommen auch kostenmäßig die VGF auf. Und nicht wir, aber wir machen, wie gesagt, Personalkosten ist natürlich immer ein Thema. Und ein Museum kann natürlich nicht wirtschaftlich betrieben werden in der Art, dass es dann Gewinn abwirft. Man muss also sehen, dass man Kosten spart. Und deswegen sind wir hier der Betreiberverein und wir arbeiten Hand in Hand mit der VGF, solange es diese Sachen betrifft. Arbeitet ihr auch Wagen auf, die mal irgendwo noch herkommen oder habt ihr nur hier die Sachen und stellt die aus und erklärt den Leuten was dazu? Ja, also aufarbeiten tun wir derzeit überhaupt nichts. Aufarbeiten von historischen Straßenbahnen macht die VGF selber. Das ist auch ein Riesenkostenfaktor, denn die alten Schienenfahrzeuge, dafür gibt es ja keine Ersatzteile mehr. Die müssen zum Teil noch nachgefertigt werden und diese Aufarbeitung wird in der Stadtbahnzentralwerkstatt gemacht. Im Augenblick befinden sich keine weiteren Fahrzeuge in Aufarbeitung. Es ist mal vielleicht daran gedacht, den einen oder anderen Omnibus mal fahrfähig zu machen. Und inwieweit wir später mal vielleicht eigene Fahrzeuge dann als Verein aufarbeiten, ist noch nicht raus. Wir haben allerdings einen Vereinskamerad, der hat alte Omnibusse selber gekauft und tut sie aus eigenen Budgetmitteln am Leben erhalten. Und ein solcher war heute unterwegs. Wie viele Leute seid ihr im Verein? Also derzeit 116. Es schwankt immer auch mal leicht nach unten. Es kann auch wieder nach oben gehen, wie ich hoffe. Es gibt halt immer auch mal welche, die dann sagen, ich würde gerne mal was anderes tun. Aber wir setzen natürlich auch auf Nachwuchswerbung. Und wenn wir jetzt schon die Plattform haben, wir würden uns gerne über jüngere Leute freuen, weil wir auch ein Stück weit ein bisschen alterslastig sind. Und ja, vielleicht ereilt das Hobby Nahverkehr auch mal jüngere Leute und den würden wir gerne in unseren Reihen begrüßen.
Heute fahren ja die historischen Straßenbahnen draußen rum. Die sind auch von euch. Wie sieht das mit den Fahrern aus? Sind die auch von euch? Nein, also die Straßenbahnen, wie gesagt, sind im Besitz der Verkehrsgesellschaft Frankfurt als historische Fahrzeuge. Wir haben ja hier einen Museumsbestand und das ist sozusagen ein rollender Museumsbestand. Und zwar die Düwag-Großraumwagen und der sogenannte PT-Wagen. Man hat aus Fahrzeugmangelgründen hat man also drei im U-Bahn-Bereich einsetzbare Straßenbahn, kombiniert U-Bahn-Wagen, zurückgebaut auf Straßenbahn, also schmaler gemacht. Und die sind hier im Einsatz und es ist dann geplant, einen von diesen ab 1972 beschafften PT-Wagen wieder aufzuarbeiten. Aber wann das kommt, weiß ich nicht. Also das ist Sache der VGF, darüber zu entscheiden, wann dafür Geld zur Verfügung steht. Und heute fahrt ihr einen Pendelverkehr rüber bis nach Fechenheim, wo die historische Eisenbahn ihr Betriebswerk hat. Also Hugo-Junkers-Straße, diese Schleife gegenüber dem alten Neckermann oder hinter dem alten Neckermann-Gelände oder Hornbach-Baumarkt ist da was. Ich will jetzt keine Schleichwerbung für den Baumarkt machen, aber da ist die Hugo-Junkers-Straße und da wird dann gewendet. Wir brauchen für die historischen Züge, die Einrichtungswagen sind, immer eine Wendeschleife. Weil wir können da nicht Kopf machen. Ausgenommen diese PT-Wagen, die haben zwei Fahrerstände, da könnte man einfach umsetzen. Ja. Das geht halt nicht. Deswegen haben wir ja auch hier ums Museum herum diese Wendeschleife. Draußen vor dem Museum lag eine Weiche zum Besichtigen und ein Stück weiter ein Stück Schiene. Außerdem ein paar Signale. Und draußen gibt es ein kleines Stellwerk. Und weiter fahren wir mit dem historischen Bus vom Verkehrsmuseum in Schwanheim zum Eisernen Steg direkt am Main. Von da aus fährt die historische Eisenbahn Frankfurt mit ihren Zügen zu ihrem Vereinsgelände. Die beiden Buslinien fuhren einmal pro Stunde. Der Rundbus brauchte 60 Minuten, der Pendelbus zwischen dem Verkehrsmuseum und dem Feldbahnmuseum brauchte für eine Strecke 15 Minuten. Wir stehen jetzt am Fahrtor, das ist direkt am Eisernen Steg in Frankfurt. Hier liegen ja bekanntlich Gleise und ab und zu fahren da auch mal Sonderfahrten von der historischen Eisenbahn Frankfurt. Die sollen hier wohl jeden Moment mit einem Zug kommen und höchstwahrscheinlich Dampfzug. Ich gehe mal davon aus. Ja, dann geht's mit dem Zug zu deren Gelände und da kann man dann mal schauen, was es da so gibt. Im Zug erstmal schöner alter historischer Zug, Dampflok, Silberlingwagen, Abteile, Zeug, was man heute alles nicht mehr so hat. Und dann schauen wir mal, was da rumsteht. Also ich weiß, dass sie zwei Dampfloks haben und so ein paar Wagen. Mal gucken, was sie mitbringen und was wir dann sehen. Wir lassen uns überraschen. Da kommt die historische Eisenbahn Frankfurt. Leider doch ohne Dampflok. Warum? Das erfahren wir später. Historische Silberlingwagen, wie sie teilweise noch heute von der Deutschen Bahn eingesetzt werden. Ja.
Und los geht's, am Main entlang, Richtung Fechenheim, da wo die historische Eisenbahn Frankfurt ihr Vereinsgelände hat. Außerdem geht es vorbei am neuen Gelände der Europäischen Zentralbank. Wir sind jetzt an der Inselstraße gerade angekommen mit dem Zug. Wir waren eben noch am Eisernen Steg. Da hinten auf der anderen Seite von der Straße ist das Betriebsgelände der historischen Eisenbahn Frankfurt und das schauen wir uns jetzt an. Und auf dem Vereinsgelände wird man begrüßt von großen Motoren. Da steht sie, Dampflok 0118. Der Tender dieser Lok war sehr undicht geworden und muss deshalb aufgearbeitet werden. Die eigentliche Lok ist allerdings im besten Zustand. Außerdem wurden am Tag der Verkehrsgeschichte von einem anderen Verein alte Feuerwehrautos ausgestellt. Weiter hinten auf dem Gelände befindet sich das Kohlelager und dort stehen einige Waggons, die noch aufgearbeitet werden. Hier sieht man die Werkstatt der historischen Eisenbahn Frankfurt. In der Halle stellte ein Verein aus Butzbach seine Modelleisenbahn vor. Was seid denn ihr für ein Verein? Ja, wir sind ein Verein, der sich zum Zwecke der Erhaltung und Vorführung von alten Dampflokomotiven gegründet hatte im Jahre 1978. Und ihr habt jetzt zwei Dampflokomotiven, einmal diese hier und noch eine? Wir haben noch eine Güterzug-Dampflokomotive, Baujahr 1943, ein Typ 52. Die ist aber heute nicht da. Die fährt heute leider, wir haben so viele Termine dieses Wochenende, die fährt leider zum Laurentiusmarkt oder leider, Gott sei Dank, nach Gräfenwiesbach bzw. Usingen. Nach Bad Homburg macht sie Pendelfahrten. Und diese Dampflok hier, die kann gerade nicht fahren. Irgendwas sei hier mit dem Tender nicht in Ordnung? Der vordere Teil der Lokomotive, der Hauptteil, der ist erst ganz neu gemacht worden. Aber nach Jahrzehnten waren die Bleche des Wasserbehälters und die Rutsche für die Kohle kaputt und die Lok verlor Wasser. Ist zwar ungefährlich, aber es muss repariert werden, sonst hätten wir unterwegs kein Wasser mehr zum Dampferzeugen gehabt.
Und jetzt werden die ganzen Teile ausgetauscht. Die Bleche sind vorhanden, die waren vermessen nach Zeichnung und werden von einer Fachfirma, wenn sie den Restaufbau weg hat, neu erstellt. Und dann kann die Dampflok wieder fahren. Ganz normal, ja, wie bisher. Wie oft macht ihr Sonderfahrten etwa? Ja, wir machen so, sagen wir mal, grob gesehen alle 3 Wochen. Es kommt mal vor, dass 6 Wochen gar nichts ist und dann sind 3 Termine hintereinander. Weil wir ja außer Plan auch noch für Firmen oder auch für Städte oder Kommunen oder Landkreise fahren. Oder zum Beispiel wie nächstes Jahr ist Deutschlandfahrt oder Rheinland-Pfalz-Fahrt, Dampfzugfahrt, die geht von Neustadt nach Heilbronn, über Heidelberg-Mannheim, Rundfahrt über Speyer, Karlsruhe, Mannheim, wieder nach Neustadt. Solche Fahrten, das sind 4 Tage Ende April. Und die werden wir wahrscheinlich auch dabei sein, also fast sicher. Und wie viele Personenwagen werden da dran gehängt? Ja, die fahren statt einem Eilzug mit einer E-Lok, werden die Eilzüge mit als Dampfzüge gefahren. Sind natürlich Schnellzugloks, die dann auch die Geschwindigkeit halten können, ja. Und da werden meist 4 Personenwagen dran gehängt. Und dann können ordentlich Leute mitfahren. Ja. Was macht ihr heute am Tag der Verkehrsgeschichte? Ja, die Tag der Verkehrsgeschichte heißt, dass mehrere Vereine ihre alten Fahrzeuge präsentieren. Zum Beispiel das Verkehrsmuseum in Schwanheim, VGF, die alten Straßenbahnen, die ja auch heute verkehren hier in Frankfurt, und alte Omnibusse, die auch diese ganzen Punkte, dann ist ja noch am Rebstock der Verein, der die Schmalspurloks hat, da wird auch hingefahren und da wird so ein Rundkurs gemacht. Mit einem Ticket können die alles besuchen und alles fahren, die Leute. Und ihr macht noch einen Pendelverkehr von hier, von eurem Gelände bis zum Eisernsteg? Eisernsteg, ja. Und das bleibt, das ist auch in diesem Ticket mit beinhaltet. Okay, danke schön. Bitteschön. Wir stehen an den Riederhöfen, einer Straßenbahnhaltestelle in Frankfurt. Eben waren wir noch drüben bei der historischen Eisenbahn. Und jetzt kommen wir zu was? Den historischen Straßenbahnen, die auch einen Pendelverkehr anbieten, nämlich zwischen Fechenheim-Hugo-Junker-Straße über die Riederhöfe. Durch die Frankfurter Altstadt am Römer hat man dann die Möglichkeit, auch auf die historische Eisenbahn umzusteigen. Kurzer Fußweg über den Römerberg, dann weiter über den Hauptbahnhof bis nach Schwanheim zum Verkehrsmuseum. Und das machen wir jetzt mal und hoffen, dass eine richtig schön alte Straßenbahn kommt. Es fährt ein PT-Wagen der VGF. Diese sind sogar heute noch im Einsatz. Vorbei fährt ein N-Wagen. Nächste Haltestelle, Ostbahnhof, Hunsellstraße. Umsteigemöglichkeit zu den Zügen des Regionalverkehrs sowie zur U-Bahn-Linie U6. Wir steigen am Willy-Brandt-Platz aus, um weiter mit einem N-Wagen zu fahren. Plötzlich kommt der Ebbelwoi-Express vorbei, der ja schließlich auch eine historische Straßenbahn ist. Und nun fährt einer der historischen N-Wagen ein. Ja, ich glaube.
Das sieht aber jetzt anders aus, das Bild. Weil? Ach, das ist der Roggenkopf. Weil? Jetzt ist das Fahrzeug nass durch den Regen. Schon sieht das wieder ganz anders aus. Der fährt nie irgendwo mit. Der fotografiert immer nur, auch bei Sonderfahrt. Das ist der mit zwei Kameras. Der Roggenkopf. Mit der historischen Straßenbahn fahren wir jetzt wieder zurück bis nach Schwanheim zum Verkehrsmuseum. So, ja, jetzt ist Abend, das war's, der 11. Frankfurter Tag der Verkehrsgeschichte. Heute Morgen sind wir los am Feldbahnmuseum, sind dann rüber zum Verkehrsmuseum. Dann mit der historischen Eisenbahn Frankfurt ein bisschen rumgefahren, haben uns deren Betriebswerk angeschaut, sind mit einem Bus gefahren. Ja, was war noch? Straßenbahn? Und mit der historischen Straßenbahn sind wir noch gefahren. Zum einen mit einem PT-Wagen und dann noch mit einem N-Wagen, der auch noch bis vor 3-4 Jahren ganz normal im Linienverkehr eingesetzt wurde. Und ja, es hat uns Spaß gemacht. Das war ein schöner Tag. Viel erlebt, wir haben auch alles geschafft. Also das ging eigentlich acht problemlos Stunden, mit dem Schaffen. Das schafft man ganz locker. Auch mit dem Pendelverkehr, muss man sagen, ist gut organisiert. Kann man sich nicht beschweren. Vielleicht nicht ganz pünktlich, aber gut, man muss auch überlegen, so ein Bus kommt nicht überall immer gut durch. Und es sind alles Vereine. Die machen Leute, das die ehrenamtlich. Genau, das muss man auch mal lobend erwähnen. Und da kann man auch mal eine kleine Verspätung akzeptieren. Und der Eintrittspreis von 10 € für Kinder so 5 € ist also, kann man sich nicht beschweren. Dafür kann man auch kostenlos dann den ganzen Tag mehr oder weniger, halt bis 18 Uhr noch durch Frankfurt fahren mit den historischen Fahrzeugen, wo man dann irgendwie, ja, man muss noch ans andere Stadtende, kann man nochmal rüberfahren. Genau. Mit denen, also geht viel. Kann man mal mitmachen, gibt es wohl jedes Jahr den Frankfurter Tag der Verkehrsgeschichte. Ja, wir fahren jetzt heim, aber nicht mit einem historischen Zug, sondern mit dem Auto. Und damit verabschieden wir uns. Tschüss. Ciao. So, einen wunderschönen guten Tag. Am Eisernen Steg. Ja, da lachst du. Brauchst gar nicht so zu lachen hinter der Kamera da. Ja, ja, lach du nur. Die gucken alle hinter dir. Du Sven, neben dir auch. Bitte was? Rundherum auch. So.